Familienspiele aufgepasst. Das neue Zusammenwachsen Erweiterungspack, welches wunderschönes neues Familiengameplay ins Spiel bringt. Den Trailer will ich in diesem Video detailliert für euch analysieren. Endlich ist es soweit. Mit dem neuen Zusammenwachsen Erweiterungspack wird das Familiengameplay und die einzelnen Altersstufen vom Säugling bis hin zu den älteren Sims bereichert. Die neue Welt San Sequoia wartet mit 3 neuen Nachbarschaften auf die Sims und auch sonst gibt es viele neue lustige Aktivitäten wie Puzzeln, Baumhäuser bauen und vieles mehr. Ab dem 16. März wird die neue Erweiterung bereitstehen, jetzt aber alles der Reihe nach. Der Trailer beginnt mit dieser weitläufigen Szene aus der ersten Nachbarschaft, der Meeresbucht namens Ankerpunkt Pier. Das Sims-Kind ist hier rasant unterwegs. Das Fahrrad hat sehr detaillierte Animationen, die wir so bei den erwachsenen Fahrrädern noch nicht hatten. Beachtet ebenfalls den schicken Boden, leider sehen aber alle Häuser hier nach nicht betretbaren Dekohäusern aus. In der nächsten Szene sehen wir einen Säugling in einer Babywiege, welcher schon ordentlichen Haarwuchs hat. Das sieht nach neuem Gameplay für die Sims aus, diese können nämlich gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern Puzzle lösen. Beachtet hier besonders auch die tolle Bambus-Deko im Hintergrund. Dieser Ort ist aber nicht etwa der Hobbyraum eines Nachbars, sondern das sogenannte Erholungszentrum, wie es im Blog-Eintrag beschrieben wird. Das restaurierte Kino, welches man hier sieht, wird laut Blog-Eintrag ebenfalls interagierbar sein. Die milchigen Fenster sprechen aber eine eindeutige Sprache. Wahrscheinlich wird man in dieses nicht hineinsehen können, während der Sims den Film guckt. Wie so oft verschwinden die Sims vermutlich also beim Betreten im Nichts. Kommen wir nun zum nächsten neuen Feature, Kissenschlachten und Schlafsäcke. Moment mal, werdet ihr vielleicht jetzt sagen, die Kissenschlachten gab es doch schon mit dem Highschool-Jahre-Erweiterungspack für Teenager. Das ist zwar richtig, aber bisher konnten nur größere Sims eine Kissenschlacht machen, was jetzt also auch für Kinder möglich ist. Kinder erhalten jetzt ebenfalls Freundschaftsbändchen, mal sehen, was hier dahinter steckt. Falls ihr euren Freunden auf die Nerven gehen wollt, könnt ihr ihnen auch Streiche spielen und beispielsweise einen Luftballon platzen lassen. Das hier ist nicht nur lustiges neues Gameplay, sondern hat auch eine Funktion. Die Sims können nämlich jetzt Pyjama-Partys veranstalten. Wenn eure Sims-Kinder beinahe besessen von diesen sind, solltet ihr ihnen das neue Pyjama-Party-Löwe-Bestreben geben, welches neben den anderen 3 namens Geist und Körper, Spielführer und kreatives Genie bereitstehen wird. Wie süß die Animationen vom Füttern des Säuglings hier sind. Scheinbar gibt es mit dieser Erweiterung auch wieder ein paar neue Kartonmöbel, wie man sich diese als Ergebnis einer kleinen Bastelrunde vorstellt. Ganz offensichtlich können unsere Sims jetzt auch mit diesem öffentlichen Wasserspiel spielen. Wenn ihr jetzt schon überzeugt seid, kann ich euch nur empfehlen, das Pack bei meinem Partner Instant Gaming vorzubestellen. Hier ist nicht nur die Erweiterung, sondern auch alle anderen Packs stark reduziert und günstiger als bei EA direkt. Schaut hierzu gerne in der Beschreibung vorbei. Jede Szene im Trailer zeigt neue Details, denn auch hier sehen wir ein neues Gameplay-Objekt, diese Spielmatte. Hoffen wir einfach mal, dass das Objekt links daneben keine Deko sein wird. Jetzt noch ein bisschen mehr zu den Säuglingen. Diese werden kleinere Marotten, also schlechte Angewohnheiten haben. Insgesamt 3 kann ein Säugling gleichzeitig haben. Zu den Marotten gehören: beruhigt sich selbst, Frühaufsteher, chaotisch beim Essen, häufiger Schluckauf, Blähungen, guter Appetit, kuschelig einschlafen, spuckfreudig, Freiluftpieseln und mehr. Insgesamt gibt es hier genau 18 Stück. Aber nicht nur die Säuglinge, sondern auch die Kleinkinder erhalten diese. Hier gibt es auch 18 Stück, unter anderem aggressiv, wählerisch beim Essen, Frühaufsteher, singfreudig, guter Appetit, liebt Wasser, hasst die Schlafenszeit und liebt es getragen zu werden. Säuglinge und erwachsene Sims können ebenfalls kleinere Meilensteine erreichen. Diese Meilensteine kennzeichnen die Entwicklung eurer Sims und eröffnen ihnen neue Möglichkeiten, mit anderen Sims in Kontakt zu treten und ihre Umgebung zu erkunden. Hier sehen wir eine Szene, in der das Sims-Kind Fahrrad fahren lernt und hierbei von seinen Eltern unterstützt wird. Scheinbar können die Sims auch zusammen Fahrrad fahren, oder es handelt sich hier um ein Bild, welches so einfach nur für den Trailer hingetrickst wurde. Wie niedlich die kleinen, passenden Animationen dazu sind. Hier fällt auch direkt die Tragevorrichtung für den Säugling auf dem Rücken ins Auge. Mit der Erweiterung kommt ebenfalls ein anderes Objekt ins Spiel, der Wickeltisch. Der Sim hat einen kleinen Kratzer an der Stirn, kommt dieser möglicherweise vom Fingernagel des Säuglings? Wer weiß. Die Windeln zu wechseln scheint nicht gerade angenehm zu sein. Das Sims-Kind reißt sich hier selber einen Zahn aus, diese Animation wird wohl etwas mit der Zahnfee oder ähnlichem zu tun haben. Kommen wir nun zu einem weiteren großen Feature, die Sims können jetzt eigene Baumhäuser bauen. Auch wenn das wohl der Hauptfokus in dieser Szene ist, ist euch vielleicht auch der kleine Sandkasten im Hintergrund aufgefallen. Dieser wird wohl aber kein richtiges Objekt sein.
Laut Blog-Eintrag soll es eine Wasserspielmatte geben. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese im Hintergrund aus der Jahreszeitenerweiterung wieder benutzt wurde. Ich glaube, so ein Baumhaus zu bauen ist bestimmt ganz schön anstrengend. Die Animation des älteren Sims hier wurde wohl aus dem Nachhaltig-Leben-Erweiterungspack recycelt. Recycling von Sims-Animationen hilft im Gegensatz zum echten Leben, aber leider nicht der Umwelt, liebe Entwickler. Nun sehen wir nochmal das neue Gameplay des Baumhauses im Detail. Die Sims können die Aussicht genießen, oben auf dem Baumhaus sitzen, die Kinder spielen mit lustigen Gedankeneffekten um sich herum, sie können die Glocke läuten, an der Stange herunterrutschen und auch die blaue Röhrenrutsche benutzen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch diese Trailer-Analyse bisher gefällt und ihr keine weiteren News von mir verpassen wollt. Was hier nach einer ganz normalen Trailer-Animation aussieht, ist auch mit neuem Gameplay verbunden. Im Blog-Eintrag wird besonders auf Anpassungen bezüglich Hindernissen in der Arbeit, die Sims überwinden müssen, eingegangen. Aber auch die Kündigungen scheinen jetzt ein wenig bedeutungsvoller zu sein. Erwachsene Sims können jetzt auch eine Midlife-Crisis meistern, sowie Familienmitglieder bei sich aufnehmen. Hier sehen wir die neue Geburtstagsparty, die jetzt gefeiert werden können. Zeigen diese Kanonen hier durch farbigen Rauch möglicherweise das Geschlecht des kommenden Babys an? Die Schaukelstühle, die erstmal mit dem Schick mit Strickpack hinzugefügt wurden, sind also auch ein Bestandteil dieses Packs. Diese eignen sich natürlich besonders gut für ältere Sims, die auch ein wenig neues Gameplay bekommen haben. Sie können über eine Andenkenkiste der Familie wachen, haben einen Lieblingsenkel, können Lektionen fürs Leben erteilen, sich an schöne Zeiten zurückerinnern und Süßigkeiten schmuggeln. In der nächsten Szene sehen wir die Rentner nochmal in Action, welche hier zusammen auf dem Naturpfad wandern. Diese Eltern scheinen sichtlich überfordert mit der Gesamtsituation zu sein, weshalb sich diese Unterstützung von den Großeltern geholt haben. Innerhalb des Packs steht jetzt auch ein komplett neues Feature zur Sozialkompatibilität, mit dem neue Arten von sozialen Kontakten eingeführt werden bereit. Laut den Entwicklern sollen sich diese bei jedem Sim anders auswirken und zu engeren, bedeutsameren Beziehungen mit Verwandten oder befreundeten Sims führen. Bestimmte Familienmitglieder können zum Beispiel Spaßvögel sein, wenn sie zusammen sind oder miteinander in Konkurrenz treten. Scheinbar erhält auch der Familienstammbaum eine kleinere Überarbeitung, welcher jetzt nun noch komplexere Beziehungen darstellen soll. Und zu guter Letzt noch ein paar Infos über die neuen Präferenzen, welche die Sims haben. Mit diesen mögen Sims andere je nach den eigenen Präferenzen mehr oder weniger, sind also nicht unbedingt so neutral zu fremden Sims, wie sie es bisher im Spiel waren. Hoffentlich sehen wir zu den ganzen Features noch mehr im Entwicklerstream, welcher am 3. März um 20 Uhr live auf YouTube und Twitch stattfinden wird. Die Erweiterung steht ab dem 16. März zum Kauf bereit, also 2 Tage nach dem großen Säuglings-Update. Was denkt ihr über die neue Ankündigung? Wie gefallen euch die Inhalte, die wir bereits gesehen haben? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.